Oh Mann, hört euch diese groovy Musik an. Hm. Ist das nicht geil? Okay, komm. Level 1 aus Welt 5, unserer letzten Welt in diesem Spiel. So, ich erwarte böse Sachen hier. Polentes Gestampfe. Es sieht nett aus. Also, wenn du weitergehst, pass auf deinen Kopf auf. Ich erwarte wirklich schon böse Sachen. Oh, da oben ist das hier. Ach du Scheiße. Gott. Nein, daneben. Okay, getroffen. Da kommen Sterne raus. Ob ich die? Ja, ich habe einen bekommen. Ist ja toll. Ach du Scheiße, ey. Was ist das, Alter? Ist ja ganz schön was los. Jetzt ist oben nichts. Oder doch, da sind ganz viele Münzen. Und, boah, wie soll ich da hinziehen, Alter? Ich... Oh Gott. Ich habe keine Eier mehr übrig. Keine Ahnung. Hab nicht bekommen, was da ist. Ja. So versucht das Spiel mitzuteilen. Hey, du bist in der letzten Welt angekommen. Ach du Scheiße, es fliegen da noch. Oh Gott, den will ich haben. Aber der geht weg, der verschwindet. Bitte. Nein, ich habe keine Eier übrig. Er ist weg. 100% sind auf jeden Fall schon weg. Geschweige denn, dass ich das Baby überhaupt bekomme. Boah. Boah. Lass mich doch mal Baby Mario wieder kriegen. Ich krieg ja gar nichts auf die Reihe. Ja, okay. Cool. Neue Sternenviecher. Werden Kanonen auf mich runterregnen. Da ist noch so ein Kerl. Wie soll ich hier irgendwas... Ich komme hier nicht mal zu, Eier zu schmeißen. Ich kann nicht zielen, ich kann nichts. Oh, jetzt habe ich eine rote Münze bekommen. Ist ja fantastisch. Boah, das Level ist grauenhaft. Oh Gott, jetzt wird mir der ganze Boden noch hier eingerissen. Ich sehe es kommen. Boah. Oh, nö. Das will ich nicht. Ach du Scheiße, ey. Ja, da oben sind eigentlich noch Münzen, mal gucken. Ach egal, komm, versuchen wir uns einfach in Sicherheit zu bringen. Ja, ist keinen Sinn. Da ist eine Blume. Hab die Blume. Boah, das versuche ich mal nicht aufzumachen hier. Scheiße, okay. Boah, Gott, noch gerettet, ey. Ich habe immer auch keinen Checkpoint gesehen bis jetzt. Ich glaube, solange ich hier stehe, bin ich erstmal sicher. Das geht da oben ab. Jetzt ist der Schweinehund hier. Ja, ich kann überhaupt nicht da hochziehen. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich habe es bekommen anscheinend. Jetzt ist das da oben. Das Leben und die rote Münze habe ich auch bekommen. Aber scheiß auf die rote Münze. Ich weiß jetzt schon, dass ich mindestens eine verpasst habe. Mindestens. Das ist also wirklich gut, weil das sind locker ein paar Sachen, die ich nicht bekommen habe. Oh, nö. Jetzt sind die im Hintergrund. Oh, scheiße. Gut, das spielt mir auf subtile Art versucht mitzuteilen, wir sollten Prinzessin Peach nehmen, damit wir von dem Wind profitieren können. Gut, dass man das vorher gewusst hat und sich nicht dafür umbringen lassen muss oder sich mit Geld in eine Schlucht lockt. Jetzt kommt doch der Wind, oder? Ach so, okay. Gut. La la la, ich bin am Arsch. Das Level ist verfickt schwer. Oh, okay, haben wir jetzt da keinen Boden mehr, denke ich mal. Oh, jetzt bräuchte ich Donkey Kong. Okay, ich habe sogar überlebt. Ach du Scheiße, Mann, was machen die mit mir? Ich überlebe das immer gerade. So, gut. Die kommen echt ohne Ankündigung hier einfach hergestimmt. Okay. Ich glaube, hier bin ich sicher, wenn ich an der Ranke stehe, oder? Ranke. Ja, okay. Kann sich schon immer denken, wo der Boden einreißt. Nämlich hier jetzt wieder. Da auch. Ich warte mal, bis einer kommt. Okay, kommt ja doch keiner. So, ich will nämlich nicht in den Boden gerissen werden, wisst ihr? Oh, fuck. Und es ist passiert. Ich hasse dieses Spiel, ne? Oh, Mann. Ich hasse es, Sachen von vorne zu machen. Okay, komm. Wir versuchen einfach durchzukommen. Ich meine, ich muss jetzt auch nicht versuchen, alle Münzen zu sammeln, die übrig sind. Ich versuche jetzt einfach nur durchzurennen. Boah, an der gleichen Stelle getroffen wie eben, oder? Kann man einfach nichts gegen machen, glaube ich.
Oh Gott. Okay. Boah. Ey, Mann. Okay, da schon mal nicht. Mann! Scheiße, ey. Ja. Ich dachte, er würde auf der anderen Seite aufschlagen und nicht da, wo ich direkt schon bin. Ja, also das ist so ein Level, da ist überhaupt schon eine Leistung, überhaupt lebend rauszukommen und nicht nur auf 100%. Oh, ach so, hier ist der Boden. Noch? So, hier wechseln wir unser Baby. Bitte nicht hier. Okay, da ist okay. Fall runter. So. Bitte fallen noch nicht runter. Seht ihr, ich weiß nicht, wann da einer kommen würde. Er wird immer dann kommen, wenn ich springe. So, und hier sind wir eben verreckt. So, jetzt kommen wir ja durch. Natürlich, natürlich war es die letzte Schlucht, die letzte kleine Hindernisnummer, die mich noch getötet hat. Und ich danach auch nicht weitergekommen bin. So, nächster Checkpoint. So. Oh, ich verstehe schon. Ich hätte Baby Mario nehmen müssen. Okay. Ja, guck mal, wer da ist. Okay, vielleicht kann man es auch so schaffen. Ich meine, wir haben eh schon die Charaktermünze verpasst. Und ich dachte, man kann es vielleicht nur schaffen. Okay. Größter Fehler. Die sagen echt so, hier hast du so ein Dingen, kannst Baby wechseln, denkst du so, ja gut, du hast die Wahl zwischen ein von drei Babys, so, wer könnte jetzt am besten kommen? Und dann sagen die es dir, ja, du hättest den haben müssen, als um das zu überleben, aber jetzt hast du es ja verkackt. So, wie machen wir das hier? Die Plattform? Okay, ich habe die Plattform, vielleicht schaffe ich es noch vor ihm wieder her. Boah, und jetzt laufen wir weiter. Seht ihr, jetzt habe ich, oh Gott, gerade noch so eine Chance, es zu überleben. So eine Blume, juckt mich nicht. Ha, okay, komm, die nehmen uns dann doch noch. Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft. Wir haben sogar 4 von 5 Blumen. Das ist gar nicht mal so scheiße. Kein Bonus trotzdem. Okay, es war ein kurzes Level, aber es war hart. Von allen Seiten. Guck mal, wir haben echt wenig rote Münzen bekommen. So, das hat uns das erste Level beschert. Wir haben sogar die Charaktermünze bekommen. Dafür, dass es so übel war, das Level, habe ich mich eigentlich relativ gut geschlagen. Aber ihr wisst, eines Tages muss ich auch auf 100% schaffen. Es sei denn, ich habe eine Theorie. Oh fuck, na toll. Der ist nicht gesprungen, keine Ahnung. Ich habe eine Theorie, man muss. Aber da würde ich jetzt ein bisschen spoilern, glaube ich. Ach, jetzt habe ich keine Eier mehr übrig. Okay. Man muss... Also ich habe es zumindest gelesen alles, wisst ihr? War denn das jetzt? Komisch. Also das Spiel sagt... Zumindest habe ich das auf Mario Wiki oder so nachgelesen. Deswegen sage ich das immer 100%. Ich dachte nämlich, ich hatte im Kopf, man kann die Levels schon freischalten, indem man eine gute Punktzahl hat an sich. Aber es kann auch sein sogar, dass man nicht zwangsläufig 100% haben muss. Vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Denn... Man muss 800 Punkte in einer Welt insgesamt haben, um dieses Level freizuschalten. So. 800 Punkte, in einem Level kriegt man 100, sind 8 Levels, eine Welt hat 8 Levels, ist ja logisch. Also muss man überall die 100% haben. Aber was auch noch dazu kommen könnte, und ich weiß nicht, ob das so gewertet wird, ist folgendes. Nachdem wir das Spiel hier durch haben, wird sich in jeder Welt ein weiteres Level freischalten. Unabhängig von diesem einen Bonuslevel. Das heißt, jede Welt hat noch 2 Zusatzlevels. Eins kriegen wir so, wenn wir das Spiel durch haben. Und das andere kriegen wir halt, indem wir, ja, bestimmte diese 800 Punkte in einer Welt schaffen. So, aber, sagen wir, ich habe jetzt vielleicht 780 Punkte in der Welt und nicht 800. Weil ich, was weiß ich, in den Levels jeweils immer nur 90 Punkte und ein paar so...
grob bekommen habe. So, und wenn ich dann mit dem zusätzlichen Level, was ich freischalte, nochmal ein paar Punkte sammle und es, diese 9 Levels insgesamt auf 800 kommen, könnte es doch sein, dass ich so dann meine Dings freischalte. Also diese Levels, wisst ihr? Das ist meine Theorie und ich hoffe wirklich, das könnte was werden, weil dann muss ich das nämlich gar nicht machen, diese ganzen 100%. Also klar, man muss versuchen, eine gute Punktzahl zu erreichen, aber da könnte auch 99 eine gute Punktzahl sein und nicht für komplett nichts gewesen sein, wisst ihr? So, zum Beispiel habe ich hier voll die Probleme schon, überhaupt irgendwas zu erreichen. Da will ich jetzt lang. Oh. Reichen die Eier überhaupt aus? Ah, irgendwas hat mir... Ich hätte Baby Donkey Kong gebraucht. So, und die Charaktermünzen sind ja an sich nur für Minispiele, also... Ich werde trotzdem alle sammeln wollen, weil... Ich weiß nicht. Das ist für mich wie diese Star Coins in der New Super Mario Bros. Reihe sind. Aber ich würde trotzdem sagen, zu 100% Run, weil ich hier erreichen will, muss man nicht zwangsläufig 100 Punkte in jedem Level haben, wenn man jedes Level freischalten kann. Finde ich. Das habe ich auch bei Yoshi's Island 1 so gemacht. Klar, da habe ich jetzt auf 100, habe ich jedes Level auf 100% gemacht, was in vielen Levels sogar noch ein bisschen humaner war, als in diesem Spiel. Es gab auch da seine arschige Situation, aber trotzdem. So, und wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ich habe das da auch gemacht. Aber dann zum Beispiel in dem Bonus-Level, den ich dadurch freigeschaltet habe, da habe ich es nicht mal probiert, auf 100% zu versuchen. Warum denn auch? Man kriegt ja auch nichts mehr davon. Es sagt einfach nur, hey, du hast auf 100 geschafft. Nichts. Also sagt es noch nicht mal. Es ist einfach dann nur so. So, hoffen wir mal, dass hier noch was ist. Ich glaube, ich mache einfach nur voll den fetten Weg zurück. Ja, seht ihr? Vielleicht nehmen wir jetzt mal Baby DK. Ich will eigentlich da hoch irgendwie. Kann ich so, kann ich da ins Ziel? Naja. Ja, eine rote war dabei. Okay. So, jetzt sehe ich natürlich unter mir nichts. Das heißt, ich könnte auch genauso gut jetzt in eine Schlucht reinspringen. Aber da sehe ich eine Plattform. Aber unter mir kann ich wieder nichts erkennen. Seht ihr? Ach so. Ah. Wo war jetzt diese eine Stelle? Ach so, hier. Das ist schon noch vorbei. Ist Baby Donkey Kong die Münze? Ja, tatsächlich. Weil mit ihm hätte man das einfach so auframmen können, deswegen. Okay, das klappt nicht. Die Charaktermünze verschwindet, wenn wir das Baby nicht haben. Interessant. So, jetzt muss ich noch irgendwie hier rauskommen. Ich werde auch hier, habe ich ein paar Sachen schon verpasst. Oh Gott. Ey, komm mal zurück, Alter. War ich hier überhaupt schon? Ach ja, klar, hier war ich schon. Bin ich links lang gelaufen. Jetzt laufe ich rechts lang. Tja, ich habe mein Bestes gegeben, die Dinger zu sammeln. Oh, da sind die ja noch. Oh, ich habe trotzdem keins bekommen. Kamera sei Dank. So, nochmal hier hoch. Hey, das schaffe ich ja vorne und hinten nicht. Moment. Vielleicht auf irgend so einen Kerl hier rauf, aber da muss ich doch erstmal einen kriegen hiervon. Irgendeine Möwe? Nicht du. Vielleicht der hier? Ah, das könnte was werden. Was? Ach man. Mach mal keinen. So. Okay, danke schön für deine Hilfe. Ich esse dich jetzt. Eine Blume dazu. Und dann kommen wir in den nächsten Raum. Wahrscheinlich. Wer könnte hier gebrauchen? Baby Mario vielleicht? Boah, was? Was ist denn hier los? Also mit Baby Donkey Kong könnte ich diese Dinger hier aufschlagen. Aber. Da rein, das schaffe ich nicht mit ihm. Kriegt auch nicht Geld, wenn man die da reinschmeißt, oder?
Nö, kriegt man nicht. Okay, wir wechseln mal zu Baby Mario und betreten diesen fantastischen Raum nochmal. Weil ich das mit dem nicht weiß, ob ich es genauso in diese Einkerbung werfen kann. Na, wir schauen mal. Okay, das geht schon mal daneben. Boah, ich hab's echt nicht drauf, ne? Okay, zwei neue Versuche noch. Aber ihr habt ja gesehen, es hat bis jetzt überhaupt nicht geklappt. Scheiße, wie soll ich denn... Was? Wario wäre super, dann könnte ich mir einen Magneten holen. Okay, wisst ihr was? Ich scheiß drauf. Ich muss nochmal vorankommen. Ich will irgendwie da hoch. Oder erstmal nach da vielleicht. Wow. Rote Münzen. Oh, jetzt brauche ich echt so einen Vogel. So eine Möwe. Komm mal her. Irgendwo. Kommt keiner. Es kommt ja echt keiner. Okay, komm, wir gehen nochmal runter. Vielleicht spawnen die dann neu oder so. Und... irgendwie nicht so, ne? Hey Mann, ich muss ja auch irgendwie weiterkommen. Toll. Schau ich's mit dem da vielleicht? Ach, jetzt war da oben eine. Ich meine, die gehen so minimal hoch, aber... das ist echt zu minimal. Boah, das wäre ein super Level für einen Speedrun, glaube ich. Weil es echt... ich glaube, vom Glück abhängig ist, ob man überhaupt weiterkommen darf oder nicht. Okay, wisst ihr was? Ich gehe in die Röhre nochmal rein. Nicht, weil ich jetzt nochmal Bock habe, das mit dem Geld zu probieren, wobei ich es trotzdem machen werde. Oh, super, toll. Ich wollte die eigentlich beide aufessen, damit ich noch eine Chance habe, ein bisschen mehr Eier reinzuschmeißen. Aber ich habe es irgendwie bei beiden verkackt. Ne, schaffe ich nicht. Tut mir leid. Vielleicht ist hier irgendwas neu gespawnt. Ist es tatsächlich. Oh, da würde ich gern hin. Ah, fuck. Okay, komm schon. Du trägst mich gerade noch so hoch, dass ich es schaffen kann. Oder? Ja. Ich habe nicht mal mehr dran geglaubt, aber so war es dann doch. Moment, war es eine Blume da unten? Oh, da müssen wir uns die erst so holen. Und hoffen, dass ich hochkomme. Ach Mann. Ach Mann, ich hätte es echt da hoch geschafft, ne? Aber nö. Na toll. Und diese eine Möwe kommt ganz langsam auf mich zu. Ich versuche die auch zu essen. Nö, nix. So, das müsste reichen. Checkpoint. Ich dachte echt, das Level würde hier enden, aber gut. Checkpoint. Jetzt halt noch weiter. Das andere Level war viel kürzer. Aber dafür war es auch viel brutaler. Da ist wohl nichts mehr. So, wieder das große Gerade. Welches Baby könnten wir jetzt hier wohl brauchen? Ich weiß es nicht. Dieses Kamera-Zoom, was ich immer mache. Nicht Zoom. Zoom ist das falsche Wort. Aber dieses immer runterschwenken, das ist meine einzige Möglichkeit zu sehen, was unter mir unterwegs ist, ne? Deswegen mache ich das andauernd. Und ich habe wirklich echt nur die Wahl, so komplett, bam, einmal ganz runter oder wieder ganz hoch. Nicht so ein bisschen. Klar, ich kann das hier noch machen, aber es klappt auch nicht irgendwie immer. Dass man sich da beim Ducken, dass man da noch irgendwas sieht. Also, ich habe sehr große Probleme mit der Kamera in dem Spiel. Wow. Ich echt die Hälfte wahrscheinlich auch an roten Münzen übersehe, allein da schon, weil die Kamera mir... oh Gott. Das überhaupt nicht mal anzeigt. Ja, jetzt haben wir Stacheln. Boah. Ja. Wie kriege ich denn das denn noch hin? Ich erinnere mich ein bisschen an ein Level aus Super Mario Bros. 2. Muss man auch das ganze Level lang zum Vögeln durch die Gegend. Oh, okay. Noch
überlebt. Du gehst. Ach komm, ich bin doch... Jetzt bin ich trotzdem auf ihn drauf. Okay, nichts Rotes dabei. Und... Ja... Hätte besser sein können. Warte, wie viele? 3 rote fehlen mir. Oh, je, oh, je, oh je. Es hätte echt noch was werden können, ne? Aber naja. Plus natürlich, dass mir 8 Sternenpunkte noch fehlen. Also, die man hier eh nicht mehr neu bekommt. Also, das Spiel ist wirklich viel schwerer als der erste Teil, was dieses 100% einem Level erreichen betrifft. So. Ich hoffe echt, um meine Theorie, die ich eben aufgestellt habe, die klappt. Weil ihr seht, vielleicht gehen wir auch mal kurz in eine andere Welt, um uns das kurz anzugucken. Vielleicht in Welt 4. Seht ihr, da sind jetzt 2 Sterne. Ein Level wird freigeschaltet, nachdem wir das letzte Schloss gemacht haben. Spoiler ich euch jetzt einfach, tut mir leid. Und das nächste wird halt mit 800 Punkten freigeschaltet. Vielleicht müssen wir dann doch nicht diese 100% in jedem Level schaffen. Hoffnung besteht. Also ich werde es auch nicht alles nachholen, bis ich dem auch sicher bin. Und wir es gemeinsam herausgefunden haben. Also, mal schauen. Auf jeden Fall gehen wir im nächsten Part mit irgendwelchen Ureinwohnern. Schalke ist auf die Piste. Okay, dann schaltet schön wieder ein, würde mich freuen. Bis dann.